Kanal. This shit. Okay, nochmal. Nein, nein, nein. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr im Hintergrund einen Ventilator hört, ja, so warm ist es. Wie ihr am Titel erkennen konntet, geht es heute um die Shannon XO Palette, die Remix-Version. Ich habe die Originalpalette nicht, deswegen kann ich die beiden jetzt nicht vergleichen, aber soweit ich weiß, wurde die Lippenstiftseite durch weitere Lidschatten ersetzt. Und das war für mich ein Grund, die Palette zu holen, denn ich habe mir die schon so oft angeguckt, aber ich bin einfach kein Fan von Lippenstiften im Fändchen, falls ihr versteht, was ich meine. Hier ist das schöne Ding. So richtig schön. Und ihr habt halt zwei Seiten. Also schon praktischer, die Palette für unterwegs. Und ja, ihr könnt sehen, mein Gesicht ist schon fertig. Also ich muss nur noch das hier erledigen. Deswegen hoffe ich, es gibt kein Fallout. Aber ja, wir legen los. Als erstes benutze ich hier Buttercup und gehe damit in die Lidfalte. Ich habe mal Bock auf irgendwas mega Starkes und Dramatisches. Deswegen gehe ich erstmal in die Farbe Need You und kreiere Dimension, immer noch der gleiche Pinsel. Ich muss sagen, ich habe ja gestern die Zodiac Sign Palette ausprobiert und ich finde, bei den matten Lidschatten muss man viel weniger blenden. Ich gehe dann als nächstes in Dark Horse, weil das halt so ein erdiger Ton ist, so ein bisschen grünlich, was da durchkommt. Und so eine Farbe habe ich, glaube ich, noch nie verwendet. Deswegen, let's try. Okay, bei der Farbe ist es so, wie gerade eben bei Need You. Die sehen ein bisschen kühler aus. Wenn man sie aufträgt, sind sie dann viel wärmer. Also mir ist es nicht genug ausgeblendet. Deswegen nehme ich so einen Bufferpinsel hier. Ich nutze mal die Möglichkeit, Clarity zu nutzen. Deswegen tippe ich mal in die Farbe rein und blende aus. Und das ist voll praktisch, dass du auf beiden Seiten einen Spiegel hast, weil du nicht die ganze Zeit hin und her drehen musst. Ich kann mich gerade nicht wirklich entscheiden, aber ich glaube, ich gehe hier im Vamped rein, weil es halt so ein bisschen rötlicher ist. Da ist zwar ein bisschen Glitzer drin, aber das sieht so aus, als wäre es eine matte Farbe. Deswegen hoffen wir einfach mal. Ich nehme so einen Blender, der ist sauber, und tupfe das erstmal so außen auf. Irgendwie habe ich Bock, noch mehr Farben zu benutzen. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal die Statement-Farbe und ich habe voll Bock auf hier Dream Girl, weil das halt so ein nicht wirklich Kupfer, nicht wirklich Roségold ist. Sieht so butterig aus. Ich muss es ausprobieren, die Farbe. Ich nehme mir dazu so einen flachen Pinsel. Natürlich trocken, weil ihr wisst, man kann jeden Lidschatten, wenn er angenässt ist, bessern. Auf dem Lid sieht es pink aus. Deswegen lasse ich das mal in der Mitte. Seht ihr überhaupt, was ich mache, oder verdecke ich schon wieder die Kamera? Also sieht richtig schön aus, Leute. Und das ist wirklich trocken aufgetragen. Es ist ja Abiballzeit, ne? Also, ganz ehrlich, Leute, von allen Paletten, die ich ausprobiert habe, mir persönlich ist es zu teuer. Gerade wenn BH Cosmetics so geile Produkte rausbringt, ist es halt nicht mehr nötig, so viel Geld auszugeben, um ähnliche Qualität zu haben, falls ihr versteht, was ich meine. Und was ich jetzt sagen wollte eigentlich, die Shannon XO Palette scheint mir die beste zu sein für Prom-Make-up, weil ihr habt halt Prom, Abiball meine ich natürlich, weil ihr habt halt viele neutrale Töne, aber auch halt auch viele Statement-Farben und sowas. Also ich bin jetzt in die Farbe Holy Grail reingegangen und immer noch der gleiche Pinsel, damit sich die Farben so ein bisschen verbinden. Ich gehe mal in Island Glow. Mal sehen, vielleicht wird das ja was. Übrigens wollte ich ein großes Dankeschön sagen für euren Support hier und auf Instagram in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Ich wäre nicht ich, wenn ich in den Look keinen Twist bringen würde, weil es ist so offensichtlich, dass ich die Farben von oben aufnehmen würde. Mache ich aber nicht. Ich gehe in dieses Lavender hier, der heißt Lover, und ich gehe mit so einem flachen Blenderpinsel und wir gehen unters Auge. So.
So, dann haben wir die Farbe Stalker und ich gehe von der Mitte und ich guck mal, wie weit ich das nach vorne blende, weil ich will jetzt nicht so vampirmäßig aussehen. Ich habe es einfach nur ganz, ganz leicht ausgeblendet, um so ein bisschen Vampir-Look zu haben. Ich habe gerade gesagt, ich möchte was Dramatisches haben. Ist es ein bisschen anders geworden, aber egal. Kamera ist ausgegangen. Also, was ist mit den Haaren los? So. Help. Ich habe ja auch Silhouette. Und ich traue mich mal. Ich gehe übrigens nur außen hin. Ich möchte die Farbe oben auch aufgreifen, deswegen gehe ich wirklich nur hier außen hin. Also der Look hat jetzt einen Twist bekommen und ist nicht mehr so schön weich. Aber ganz ehrlich, ich mag ihn. Ich mache mich fertig und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit. Also das ist der fertige Look, ein bisschen Nude Lips. Ignorieren wir das Wimpern-Desaster. Ich habe leider keine Wimpern mehr. Das ist Resteverwertung, weil ich habe meine Wimpern halt aufgeschnitten und dann versucht, welche zusammenzupuzzeln. Diese, ich weiß nicht, was mit diesen Augen los ist. Ich kann es nicht erklären, das tut mir leid. Das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Leider ist dieser Look nicht gut genug für Instagram. Deswegen kann ich heute auch keine Bilder einblenden. Sorry, ich werde auf jeden Fall mit der Palette noch weitere Looks schminken auf Instagram. Deswegen folgt mir auf Instagram. In der Infobox habt ihr einen Link. Da sind sehr viele Looks und gerade wenn ihr Make-up mögt, ich versuche meine Timeline zu ordnen und ich finde, die sieht gut aus bis jetzt. Also, wenn ihr sowas sehen wollt, dann folgt mir. Also, wie ihr sehen könnt, Wimpern-Desaster am Start, aber der Augenlook ist so. Also nochmal, um euch ein Fazit zu geben. Die Palette ist von mir auf jeden Fall approved. Also ganz ehrlich, ich kann euch BH Cosmetics an sich ans Herz legen, weil sie so geile Produkte machen und zu so geilen Preisen. Die Palette ist genial. Kein Fallout, lassen sich richtig geil ausblenden. Die Schimmerfarben, also was ich jetzt ausprobiert habe, also Buttercup, dieses Rosé, was auch immer, mochte ich sehr. Die weiße Farbe, ich finde, die sieht schon schön aus, aber bevor ich sie mit dem Finger ausgesmoothed habe, gerade auf dieser Seite, sah sie ein bisschen krümelig aus. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen, ob man sie doch nicht nass aufträgt oder dass man nur leicht aufträgt und nicht versucht, so 10.000 Mal zu schichten. Im Allgemeinen, Leute, gerade wenn ihr nicht so viel Geld habt, kostet 17,45 €, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich blende den Preis ein. Ich kann gerade wirklich nur Positives über die Palette sagen und das ist hier wirklich ohne Bias zu sein, weil ihr kennt mich. Wenn ich irgendwas scheiße finde, dann sage ich das auch. Ansonsten, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr was anzumerken habt, dann schreibt doch einen Kommentar. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.